Und von mir aus kannst du losgehen. Okay, warte. Dateien. So. Okay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. So, liebe Freunde, nach Ewigkeiten geht's jetzt mal weiter. Tim ist schon richtig angepisst. Ist der Chris. Ja, nee, hallo. Ja, Mystery. Ja, hallo. Der Mystery, geht's mal ein bisschen mit der Land. Der Mystery ist auch dabei. Der Mystery, hallo. Ja, Mensch, Mann, oh mein. Tim, ich gebe dir jetzt einen neuen Spitznamen, den wirst du jetzt für dein ganzes Leben von mir haben. Grumpy Tim. Du bist ab sofort Grumpy Tim. Einfach nur wegen heute. Wegen eben gerade, wegen den 2 Sekunden hast du dir jetzt den Spitznamen verdient. So. Vor allem, ich habe hier irgendwie noch eine Diamantrüstung in irgendeiner Truhe rum. Die habe ich dir gebracht. Die habe ich dir von der Schlacht mitgebracht. Siehst du kriegst sogar einen Lieferservice und bist trotzdem pisst. Also die ist von Hitler, hebst du dir auch fürs Finale. Hebst du dir auch fürs Finale einfach. Nö, die zieh ich jetzt an. Was ist das? Oh nein, uns wird hinterhergejoint. Oh nein, ich muss schnell in die Stadt zurück. Das war überhaupt nicht geplant oder so. Nein, wir haben uns ja verabredet. Ich habe denen ja eine Einladung geschickt, dass sie zu uns kommen, denn heute ist das magische Treffen. Was? Markus, davon wusste ich gar nichts. Wie konntest du uns so verraten? Ja. Was hast du nur vor? Sohn. Okay, jetzt Tim übertreibt wieder direkt. Hast du uns etwa an Wolfsbach verkauft? Habe ich nicht verkauft, ich habe euch verschenkt. So. Chris, wir sollten Markus töten. Ja, okay, lass uns Markus töten. Ganz ehrlich, für die Aktion, Markus, jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du einfach, tut mir leid, Alter, aber... Alter, ohne Scheiße, wenn wir das jetzt echt machen, die werden sich denken, Alter, was geht denn bei denen ab? Ist wirklich so, die werden so denken, hä, was ist das? Die werden so denken, hä, Alter, was geht bei denen jetzt schief, hä? Ist so. Hey. Ey, ich hab's dir gesagt. Für die Aktion, ne? Ja, jo, als Work. Vor allem mit dir Rüstung. Okay, übertreib direkt, Chris. Okay. Ich treffe dich! Ich werde dich treffen! Okay, ich hab mein Iron Golem. Was habt ihr, hä? Wo ist der? Das ist mein Iron Golem. Wo ist der Markus? Beim Dorf. Er versteckt sich bei den Dorfbewohnern. Mega. Warum habt ihr das Tor eigentlich wieder zugemacht? Ich meine, wir haben jetzt kein Beef mehr. Weil er hat, Tim hat in der letzten Folge, Ding, so eine, wo ist so eine Katze gespawnt. Mhm. Hinter dir. Du meinst ein Ozelot? Wo ist der Typ? Mann, ich will den jetzt töten. Ist dein Ernst? Ja. Du verlierst nur. Deine Mutter verliert. Deine Mutter verliert. Okay, also wollen wir schon mal jetzt in die Pilzinsel vorbereiten, oder? Junge. Oh. Ich würde gerne mit dir aufnehmen, nicht dich töten müssen. Nicht dich töten müssen. Ey, wollen wir die von Wolfsbach dann einfach töten? so ein Hinterhalt. Nein, das, so wird, das wird auch von der Story gar nicht passen, weil ich muss dann jetzt was nicht? Ich muss ja von der was mitteilen. Na und es kann doch was völlig Unerwartetes passieren, Mann. Was der Zuschauer überhaupt nicht erwartet hat. Mir rutscht aus Versehen das Schwert aus der Hand. Hast du jetzt schon den Zuschauern gespoilert, wenn das passiert? Das kann ich rausschneiden. Okay, wir machen dann so so, keine Ahnung, so Pinguin-Geräusche drüber. Pinguin? Oh mein Gott. Alter. Also ich mache ein Eisbären-Geräusch drüber. Vor allem, wie macht denn ein Pinguin, bitte? Okay, ich hab gehört, wie ein Pinguin macht, Leute. Ich hab meine Skills. Du bist durch eine Lücke gesprungen. Ey, ja, geil, oder? Ey, komm. Kannst du nicht? Kannst du auch schon mal Skills. Oh, chill. Hä, lol, jetzt stehe ich wieder hier? What the fuck, das ist halt mega mäßig. Leck Forest. Leck Forest. Ey, apropos Forest, ich hab mir die EP von Dead Adam geholt. Habt ihr da schon mal reingehört? Ja, hab ich. Die ist richtig am Abgehen. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von Autotune. Ach, Dead Adam hier von Tuddle und Adi. Ich finde, die Lieder sind so an sich, ja, sind ganz gut, aber ich weiß nicht, kann mich noch nicht so, vielleicht muss es auch Gewöhnungssache, ich habe mich noch nicht so angefreundet mit dem Autotune-Style. Ja, die haben einen seltsamen Style irgendwie. Das mit Autotune, das übertreiben sie in manchen Liedern auch echt. Ja, das so, also ich würde es viel besser finden, also jetzt viel besser gefunden, hätten sie einfach ganz normal gesungen. Microphone also, muted. Keine Ahnung, hätte ich besser gefunden, wahrscheinlich. So, oder wollen wir es noch so? Ich werde, die haben auch irgendein Lied, wo sie schon gesungen haben. Nein, oder das wäre nicht cool. Nein. Warum haben die nicht so gesungen? Weil die ganze Zeit Autotune benutzen, die brauchen das gar nicht.
Was ist ein Autotune? Autotune ist, nicht kennen. Damit kann man seine Stimme verzerren und zwar ganz arg. Ja, du kannst deine Stimme auch schön klingen lassen, du kannst alles mit deiner Stimme machen einfach. Ja, deine Stimme so. Klingt aber so oder so schon schön. Du kannst dich so anhören wie Jesus. Filmfehler. Du hast gar keine Getränke. Ja, ich such die ganze Zeit dann Glas, aber ich hab kein Glas. Dann hol ich mir. Ey, Barkeeper, wo ist das Bier? Bei mir zu Hause. Das muss ich selbst besorgen. Bei mir zu Hause ist viel Glas. Ich hab mein ganzes... Hey, kommt mal hier hoch. Kuppel hier. Ja, wir sind jetzt quasi in Under the Dome. Falls ihr die Serie kennt. Vor allem, ist ja, das hier ich. Der Tresen oder was? Markus, erklär du ihm alles. Du bist der stellvertretende Barkeeper. Ich weiß ja gar nicht, wie das jetzt funktioniert. Diese klar, Tresen, guck mal, wo die Pilze sind, ist der Tresen. Ja, klar. Also du hast Pilze auf deinem Tisch. Ja, und ganz wichtig, Alter. Leute, die Pilzinsel ist Friedensgebiet. Das heißt, von Töten ist hier mal gar nicht die Rede. Und zieht eure Rüstung aus. Mann, die Pilzinsel ist Friedensgebiet. Nein, echt, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, hier wird keiner getötet. Hier wird keiner getötet. Alter, ja, aber du schlägst ihn direkt. Ey, ich bin der Inhaber und ich habe ihn mit der Faust geschlagen. Hey, ja, warum schlägst du mich jetzt? Kriegst du dich geschlagen? So, ich hole jetzt Glas und ihr benehmt euch. Zieh deinen Helm aus, Tim. Los, Pokémon. Los, Pokémon. Komm, töte ihn. Chris, Tim, du musst schon gucken. Los, Pokémon. Du. Vampirung. Ich spiele Stein. Wasser. Steinmon und Wassermon. Error. Aha, lol. Jetzt bin ich aus dem TS geflogen. Okay, ich muss mal kurz hier. What the fuck? Ja, eben. Guten Abend. Na, oh, jetzt kriegt erstmal jeder ein Gläschen hier. So, hier, ich habe sogar befüllte Gläschen, Herr Barkeeper. Hat aber einen Bogen selbst mitgehabt, das habe ich genau gesehen. Bogen? Den hier? Was? Bogen? Nein, kennen wir nicht. Genau. Was ist das? Auch bewaffnet. Ich ziehe jetzt alles Waffenartige aus meinem Inventar hinaus. Noch ein Steak und eine Fackel. So, dann stehe ich mich mal hinter den Tresen. Da wurde ja Barkeeper halt hingehört. So. Tim, hey. Geht's dir gut? Ich meine, du bist zwar schon sehr betrunken, aber komm mal mit zu uns rüber, komm mit, ich muss euch alles erzählen. Was? Komm mit. Nein, lass mich. Guck mal, wer da ist. Sollen wir ihn vielleicht ein bisschen stützen oder so, dass er nicht umfällt? Ach, lasst mich in Ruhe, ihr Wolfsbach, ihr könnt mir eh nix. Weg mit euch. Ey, willst du Prügelei anfangen oder Schlägerei? Junge, was willst du von mir? Was willst du? Mach einen Abgang, Würstchen. Ey, komm mal kurz mit, Leute aus Wolfsbach und die anderen, die ich sehen wollen. Ja, gut, dann gehen wir mal. Es gibt nämlich noch eine Dachetage quasi. Ah ja, die haben wir vorhin schon gesehen. Ja? Die sieht ja auch wirklich sehr nett aus. Also hier kann man es bestimmt sich ganz gut gehen lassen. Kuschelig warm. Ja. Kommt der Koga auch noch oder bleibt der unten? Black Forest. Was kommt? Mhm. Kommt der Koga auch noch hoch oder kriegt er die Tablette? Der ist zu besoffen. Ich glaube, der kriegt das nicht mehr gepeilt. Komm, Tim, komm mit, wir gehen mal an die Bar. Ich geb dir noch einen aus. Komm mit, ich geb dir noch einen aus. Der hat das schon ein oder zwei Honigmehl zu viel. Hilf mir. Komm her. Ich schaffe das. Jetzt kotzt er mir die ganze Bar voll. Ja, super. Hey, Oma, zwei Bier. Ich hab ein Wasser für dich. Chris, verarschen. Bier. Chris, ich müssen mal kurz in die Bar gehen, um euch dann alle besser dabei anzuhören zu können, euch mitzuteilen, okay? Ja. Okay, Leute. Schön, dass wir uns hier... Komm her, Chris, du musst näher kommen. Wichtig. Okay. Also, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben, liebe Gemeinde. Also, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Auch wenn es nicht alle kommen konnten. Dieses Land gerät mittlerweile ins totale Chaos, wie ihr mitbekommt. Tim ist auch schon total fertig mit der Welt. Streckt euch. Wenn man sich verändert. Malte, Wogon, Sepp. Mussten ja auch, oder was heißt mussten, die konnten einfach nicht mit uns mitkommen, mit euch mitkommen hierher, da sie ja anderweitig beschäftigt waren. Deswegen bin ich froh, dass ihr wenigstens ihr beide gekommen seid, dass ich euch das mitteilen kann.
Und zwar, ihr habt geträumt, dass von einer großen Schlacht, ihr habt von einer großen Schlacht geträumt. Ja. Ja, richtig. Und warum weißt du das? Das ist kein Traum, sondern das war alles Realität. Das ist euch wirklich passiert. Ich habe euch alle getötet. Wir waren auf diesem Schlachtfeld und wir haben alle gegeneinander gekämpft. Ihr habt Leute aus Black Force getötet. Ich habe euch alle getötet. Ihr wart alle tot gewesen. Nur am Ende war nur noch ich da. Ich war ganz alleine. Und dass ihr jetzt wieder lebt, hat einen bestimmten Grund. Und dieser Grund ist nämlich, dass die Kuh nicht nur ein Symbol ist oder ein Kopf oder nur ein Tier, sondern die Kuh ist viel mehr als das alles. Ich war auch nicht derjenige, der aus freien Stücken gesagt hat, dass ich euch töten möchte und euch alle dann auch getötet habe, sondern es kam von höher. Die Kuh, so nenne ich sie jetzt einfach mal, ich weiß nicht, was es ist irgendetwas Höheres, ich kann es nicht genau beschreiben. Die Kuh hat mich dazu gedrängt, es zu machen, aus ganz bestimmten Gründen, die ich euch jetzt noch nicht näher erläutern kann jetzt. Und wir wurden wiederbelebt. Nur habt ihr dabei irgendwie euer Gedächtnis verloren, im Gegensatz zu Chris und Tim, die haben ihr Gedächtnis behalten. Obwohl, bei Tim bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Jetzt hat er sein Gedächtnis nicht mehr. Tim hat zwar sein Gedächtnis behalten, aber ist ein total anderer Mensch geworden. Er hat selbst zerstört. Er hat das einfach, das Kuhfinal hat ihn selbst zerstört. Ich weiß gar nicht mehr, was hier los ist und ihr habt echt große Probleme, genau wie ich. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr lange hier bleiben können. Ich werde gucken, was ich machen kann. Ich habe noch eine Option offen, was ich demnächst probieren werde. Wenn nicht, müssen wir dieses Land, diesen Kontinent für immer verlassen und unser neues Zuhause suchen. Gemeinsam. Was? Neues Zuhause müssen wir verarschen. Ja, es ist dieser. Du kannst hier bleiben und für immer in der Verdammnis leben und sterben. Oder du kannst mit uns gehen. Ich habe noch eine Möglichkeit, um das zu verhindern, aber diese Chance, dass das klappt, ist so gering. Ich glaube selbst nicht dran, das ist nur eine alte Legende, wo keiner weiß, dass es funktioniert. Kann ich euch jetzt nicht erzählen, weil wenn ich das ausspreche, hört es die Kuh. Und wenn es die Kuh hört, dann ist die Chance komplett weg. Deswegen, aber es gibt eine Möglichkeit, das aufzuhalten. Es gibt eine Möglichkeit, das aufzuhalten, aber die liegt wirklich sehr gering. Deswegen, ich würde mich nicht drauf verlassen und bereitet euch auf einen schlimmen Kampf. Ich weiß nicht, was passiert, bereitet euch auf das Schlimmste vor. Es kann alles passieren, jeder kann durchdrehen. Ich weiß nicht, was passiert, was die Kuh sich gedacht hat. Ich habe das Gefühl, sie hat mittlerweile Tim schon ganz unter Kontrolle. So sieht's aus. Weil das ist nicht mehr Tim. Markus, das ist der Alkohol. Die Hand der Kuh reicht nicht bis hierher. Die Pilzinsel. Sie ist geschütztes Land. Ja, geschütztes Land für hier uns, aber die glaubt mir die Kuh stärker, als du denkst. Verdammt. Guck dir Tim an. Ich glaube, der Kurgener hat ja echt ein paar Probleme. Er versucht gerade Stormy zu vergewaltigen, also normal ist das nicht. Er trinkt einen nach dem anderen und ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Okay, und nun lasst uns nicht länger hier zusammenbleiben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Geht einfach und bereitet euch auf die schlimmste Zeit vor. Aber wann erfahren wir, welchen Schritt wir gehen? Ob wir versuchen, die Chance zu nutzen oder ob wir flüchten? Ihr werdet es schon mitbekommen. Entweder werde ich euch eine Botschaft schenken oder ihr werdet das schon anderweitig mitbekommen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, aber ihr werdet es mitbekommen. Ich werde euch auf jeden Fall eine Nachricht überbringen. Oh, wie okay. Zu hauen! Tim. Oh, Tim. Hey, ich glaube, ihr solltet euch erstmal um ihn hier kümmern. Bist du noch da? Auf jeden Tim. Fall. Schnaps. Der Kerl braucht professionelle Schnaps. Hilfe. Ich glaube auch. Tim, bist du noch da? Das hat professionelle Tim, Hilfe. Tim, hörst du mich? Geht die Leiter runter und geht sofort in euer Dorf. Ist gut, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg und hoffentlich klappt eure Idee. Schon wieder ein neues Heim zu suchen, das ach so, übrigens, wäre zu stressig. Ich gebe mein Pfand wieder ab. Ja, richtig. Du kriegst aber kein Geld wieder. Ist so schade. Ah, zu dumm. Aber es ging ja eh aufs Haus. Doch, wartet. Wartet, bleibt hier, ich habe etwas für euch. Es fällt runter. Ich hol's. Dann auf Wiedersehen. Und wir sehen uns dann. Silox. Viel Glück. Euch auch.